Moin aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe gedacht, da wir zwischendurch immer mal wieder den Elektro-LKW fahren werden und sobald er kaufbar ist, uns auch mal einen zulegen, hole ich mir jetzt erstmal ein etwas anderes Fahrzeug, kein Scania, den hatten wir schon, sondern mal ein Volvo. Den habe ich auch so ein bisschen, ja, rumgetunt. Und ich muss mal eben ganz kurz gucken, wo ich denn jetzt hier. Boah, wo war denn das? Wo ist denn der Knopf dafür? Lecco mio. Da, Rundumleuchte. Genau. Schalte ich mal ab. Unsere nette Fahrerin aus wieder dabei. Wir haben 750 PS unter der Haube. Und wir gucken mal, wo wir uns aktuell befinden. Wir sind in Berlin, okay, obwohl, gut, wenn ich einsteige, werde ich immer nach Berlin versetzt. Alles gut. Wir gucken uns mal Aufträge an, die wir nehmen können. Und zwar von Berlin aus, was es dort Schönes eventuell gibt. Flurwasserstoff. Wollen wir Flurwasserstoff fahren? Der sieht ganz interessant aus, der Auflieger. Können natürlich später auch mal sowas fahren hier, ne? Wärmetauscher nach Stettin. Ja, Diesel. Wir fahren mal das hier, komm. Als Navi-Ziel einstellen. Ich bin gespannt, wie. Wie der auf die Schaltung reagiert. Bei dem MAN war das ja irgendwie nicht so prickelnd, ha? Huh? So, dann wollen wir die Fracht mal erstmal abholen. Ja, es ist schon so, bei dem E-Truck ist das schon so wie Stumpf. Wie schrieb jemand Stummfilm fahren? Ich muss hier das Getriebe nochmal tauschen. Er hat eine sehr kurze Übersetzung. So. Brauche ich aber auch tatsächlich nur den Spiegel. Weil bei diesem haut es wieder wunderbar hin. Ne? Da kann ich so weit hinten sitzen, dass das passt. So, holen wir unsere Fracht ab und düsen dann mal los. Sollte bei diesem Video irgendwas schief laufen oder nicht richtig laufen, ich habe mein Magix Video Premium Deluxe 224 auf die 225er Version upgegradet. Da muss ich mal gucken, inwiefern sich da was ändert. Da ist auch teilweise irgendwie KI gestützt oder so. Und da müssen wir mal gucken. Ah ne, wir müssen ja hier noch gar nicht rein. Ja, mit grüne Welle haben sie hier in Berlin auf dieser Strecke auch nicht, wa? Hier müssen wir aber links ab. Aber läuft ganz angenehm, ha? Befürchte, ich muss noch eine Runde stehen bleiben. Da kommen wir nicht mehr drüber. Ui, was hat er denn hier für Blinker? Wow, okay. Ja. Ja, nicht schlecht, ha? Huh? Und klingt auch nicht schlecht. Vorne zwei Michelin-Männchen drauf.
Ach, die waren früher gang und gäbe. Ich weiß, mein Stiefvater war ja Fernfahrer. Der ist für Otti Jugendmöbel gefahren. Die Firma gibt es heute nicht mehr. Die ist irgendwann mal, wie man damals auch so schön gesagt hat, pleite gegangen und ist dann in späteren Jahren abgebrannt. Komplett. Ich glaube, das gehört heute zur IMA, das Gelände. Und ja, ich weiß, dass die auch so ein Michelin-Männchen auf dem Dach hatten. Der läuft eigentlich schön. Ich muss noch mal mit dem Getriebe gucken, ob mir da irgendwas besser gefällt. Das wollten wir fahren. Das passt sogar wahrscheinlich zu unserem LKW von der Farbe her, oder? Ja, gut, nicht ganz. So, 594 Kilometer haben wir vor uns. Könnten wir natürlich komplett zu Ende fahren heute, aber ich denke mal, das wird ein bisschen viel. Ich würde gerne ja doch bei 20 Minuten folgen. Irgendwie bleiben. Oh, warum blinke ich? Ich blinke falsch. Gut. So, da kommt Otto. Ich glaube, im realen Leben klappt das nicht, mit dem LKW mit 35 km/h um die Kurve zu fahren, oder? Gut. Ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Schöner neuer LKW. Aber wir machen das abwechselnd. Also wir fahren eine Tour hier mit und dann mal wieder einen schnellen Auftrag mit dem E-Truck. Er ist schon leise, aber gut, wenn das natürlich die Zukunft ist, werden wir uns daran gewöhnen müssen, ne? Also eins kann ich jetzt schon sagen, der säuft mir nicht so oft ab wie der Renault. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum im SCS in letzter Zeit das Lenkrad so schlägt, womit das zusammenhängt. Da muss ich mir noch mal die Steuerung angucken. Fängt nämlich richtig an zu zappeln, zu flattern. Ist ein bisschen unschön. Gut, gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Junge, du musst mal ein bisschen schneller fahren oder links rüberziehen, Mann.
probieren mal gerade was aus. Wartet mal. Ich habe so ein ganz, ganz, ganz blödes Gefühl. Wir gucken mal einmal in die Optionen rein. Ich hatte nämlich letztens was ausprobiert. Controller-Einstellungen, genau. Also Lenkrad-Haarschaltung ist klar. Kann ich da eine 0 eingeben? Nee. Okay. Da hat er so einen leichten, ne? Seht ihr das? Aber okay, das kann jetzt natürlich auch daran liegen. Ich stelle die einfach mal auf 0 zurück. Da müssen wir mal gucken. Irgendwas haut hier nicht hin. So. Gut, dann kann ich hier raus und dann können wir mal weiterfahren, mal gucken, was passiert. Okay. So. Natürlich kann man im 10. Gang anfangen. Mit diesem LKW klappt das anscheinend. Ich habe eingestellt, dass er die Bodenwellen ziemlich stark wiedergibt. Da muss ich mal gucken im Force Feedback irgendwo. Ist schon, naja. So, Gas hier. Ja, ich glaube, wenn ich damit verunglücken sollte, wird es lustig. Chemieunfall auf der Autobahn. Ja, es wird mit dem Force Feedback zu tun haben. Da muss ich gleich mal gucken, dass ich da irgendwas etwas zurückstelle. Da schauen wir mal, das kriegen wir hin. Würde ich mal behaupten. Weil anders als mein altes Lenkrad damals, das Speedlink, hat dieses ja Force Feedback mit Riemenantrieb und so weiter und so fort, ne? Ich würde vorschlagen, wir fahren bis zur nächsten Raststätte, Parkplatz, was auch immer. Da werden wir dann diese Folge beenden und in der nächsten fortsetzen. Ja, ich freue mich natürlich immer über neue Abonnenten, über nette Kommentare, über, ja, keine Ahnung, Däumchen. Bin gerade dabei, eine Kanalmitgliedschaft zu erstellen. Ich bin da noch nicht, hab da noch nicht so ganz durchgefunden, wie das läuft. Aber es soll so aussehen, dass Mitglieder quasi die Videos schon im Vorfeld gucken können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel heute eine Eurotruck-Simulator-Folge aufnehme für morgen, dann könnt ihr die quasi direkt am Upload-Tag schon gucken und nicht erst an dem Tag, wo sie wirklich erscheint. Ja, genauso könntet ihr euch die komplette Folge Horizon oder die Serie Horizon Zero Dawn anschauen.
So. Gut, dann machen wir Folgendes. Wir haben 15 Minuten erst voll, aber egal. Würde hier irgendwo auf dem Parkplatz gleich stehen bleiben. Wir beenden die Folge. Ihr lasst ein Däumchen, Abo, Kommentar da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ne, freue ich mich drüber. Nicht würde ich mich freuen, ich freue mich drüber. So rum nämlich. Fahren wir hier schön hin. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid, wenn wir dann den Rest dieser Tour fahren. Danach kommt wieder ein schneller Auftrag mal mit dem E-LKW. Und ich sage einfach mal, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.